anstatt immer vorschnell über neue weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr nachzudenken, zu spekulieren, ins Spiel zu bringen, wäre ja ein friedenspolitischer Beitrag der Bundesregierung, wenn wir vom Waffenembargo in Libyen sprechen, eben auch die deutschen Rüstungsexporte an die Anrainerstaaten, die alle und die verschiedenen Konfliktparteien in Libyen unterstützen, endlich zu stoppen. Das ist doch das Naheliegende, dass keine Waffen mehr an Ägypten zum Beispiel geliefert werden. Frau Kollegin, werden. Das ist wirklich nicht eine Nachfrage. Wir haben vereinbart, Nachfragen zu dem Fragenkomplex, der aufgerufen worden ist. Ja, das war keine Nachfrage. Es ging um Libyen. Es ging um Libyen. Nein, es ging wirklich um was anderes. Es ging um die Koordination innerhalb der Bundesregierung. Ja, im Zusammenhang mit Libyen. Dann stelle ich die Frage, ob denn innerhalb der Bundesregierung es eine gemeinsame Koordination gibt über den Stopp der Rüstungsexporte in die Region. Frau Ministerin, und dann kommt Herr Trittin. Wir haben ein entsprechendes Gremium, das ist der Bundessicherheitsrat. Dort wird über alle Exporte gesprochen. Die nächste Sitzung steht in Kürze an. Vielen Dank. Dann Graf Lambsdorff, aber so. Wir verlängern diese Debatte. Ich mache es ganz schnell. Also wir hören ja hier von den Kollegen der Linksfraktion wahnsinnige Aufregung über eine Verlegeübung von 20.000 Soldaten. Frau Ministerin, glauben Sie, dass die Kollegen der Linksfraktion zur Kenntnis genommen haben, dass das russische Manöver Sapat 2017 mit 100.000 Soldaten durchgeführt wurde, von denen 12.700 nur gemeldet wurden, damit man nicht über die 13.000er-Grenze kommt, bei der Beobachter eingeladen werden müssen. Glauben Sie, die Kollegen haben das zur Kenntnis genommen? Frau Ministerin. Die Antwort wäre Spekulation, aber wenn man sich die Qualität der Fragen anschaut, liegt die Vermutung nahe. Und wenn hier jeder einig ist, dann muss man, glaube ich, auch mal sagen, den definitiven Vorschlag dazu gibt es nicht, weil wir nicht wissen, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht. Wir wissen noch nicht, wie sich darauf basierend dann die Mandate entwickeln. Und deswegen ist jetzt die Behauptung, Sie hätten jetzt einen Vorschlag, der ist definitiv der einzig wahre, schlicht falsch. Ja, ist schon klar. Der einzige, der Ihren Interessen entspricht, das verstehe ich auch. Wenn wir aber Vorschläge machen, die wir auch mit Rücksicht auf Bürgernähe bei Wahlkreisen machen, dann werden Sie nervös, rufen dazwischen, damit man möglicherweise die Argumente übertönt. Aber die Wirksamkeit dieser Argumente bleibt trotzdem hoch. Drittens, das im November von den übrigen Oppositionsparteien vorgelegte Gesetz, lieber Herr Ruppert, stilisieren Sie es nicht so hoch, ist keine Lösung. Sie sind also im Grunde, was die Lösungskompetenz angeht, auf dem Niveau von Ihrem Kollegen von der CDU. Sie haben nämlich auch keine Lösung auf dem Niveau von Ihnen, Herr Grüttebörde. Ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da jetzt benachteiligt fühlt, aber das mögen Sie untereinander ausmachen. Auf alle Fälle 648 Sitze hätte Ihr Modell jetzt. Das würde es produzieren. Und damit sehen Sie, dass es keine Lösung ist. Bei der Thüringer Landtagswahl war die Linksfraktion mit den Zweitstimmen deutlich stärkste Partei. Ich glaube, knapp 30%, bei 31%. Die CDU hatte 22%. Bei den Erststimmen wiederum war die CDU deutlich stärkste Partei und die Linkspartei nur dritte. Das zeigt, ach, Herr Brandner, halten Sie einfach mal die Klappe. Es ist unerträglich. Meine Damen und Herren, so ist das nicht. Personalisiertes Verhältniswahlrecht bedeutet was ganz anderes. 299 und 299 heißt Grabenwahlrecht. Und liebe SPD, wacht auf, denn ihr werdet nicht mehr gebraucht, wenn sich dieses Wahlrecht durchsetzt. Dann hat diese Union nämlich die absolute Mehrheit von 335 Stimmen. Und so glaube ich mittlerweile, dass man als Union den Laden jetzt einfach mal laufen lässt. Auch vom Vorsitzenden wissen wir ja gar nicht, was er will. Das ist bei der SPD im Übrigen genauso. Man setzt einfach auf Zeit, spielt ein bisschen auf Chaos und legt keinen eigenen Vorschlag vor. Meine Damen und Herren, das ist verantwortungslos. Meine Prognose ist, dass unsere Demokratie, die Achtung unserer Demokratie nicht steigen wird, wenn wir über uns selbst als reinen Kostenfaktor reden. Ich kann mich also nur wundern, ich weiß, dass die AfD das alles nicht interessiert, aber mir ist das wichtig als Sozialdemokratin, wie ich mich verstehe. Der Wahlkreis mit den meisten Wahlberechtigten ist der Wahlkreis 238 in Coburg und
Der Wahlkreis mit den meisten Wahlberechtigten ist der Wahlkreis 243 in Fürth. Und zwischen beiden Wahlkreisen haben wir einen Unterschied von fast 100.000 Wahlberechtigten. Lesen Sie es nach. Es hat Sie bislang nie interessiert, wie viele Bürger in den Wahlkreisen waren. Die CSU hat es nie interessiert. Sie hätten bei der Bundesregierung, beim Innenminister intervenieren können. Sie haben es nie getan. Das Argument ist vorgeschoben. Das wissen Sie und das wissen wir und das lassen wir uns hier nicht bieten. Keine der Union, keine der SPD hat hier jemals einen Unterschied gemacht zwischen einem Mandatsträger aus einem Direktmandat und einem Listenmandat. Das ist unwahr. Es gibt, ja, regt euch nur auf. Es gibt hier im Gesetz keinerlei Unterschied. Abgeordneter bleibt Abgeordneter. Frau Hasselmann, trocknen Sie Ihre Krokodilstränen. Sie haben dem Kollegen Grosse-Brömer den Vorwurf gemacht, er hielte Sie vielleicht für blöd. Tun Sie mir bitte dieselbe Ehre an. Es geht jedoch überhaupt nicht um die Frage Unterschied. Alle leisten hier ihre Arbeit. Es geht um die Frage des Weges in dieses Parlament. Und da ist personalisiertes Verhältniswahlrecht eben eindeutig. Es ist eindeutig, dass eine personelle, eine tatsächlich direkte Komponente und eine Mehrheitswahlkomponente hat. Das können Sie doch nicht in Abrede stellen. Und man muss dann sagen, ja, wenn es denn dann diskutiert wird, ja, einige bei einer Obergrenze sollen einige wegfallen, die den Wahlkreis eigentlich gewonnen haben und dann nicht im Bundestag sitzen, das überzeugt doch nicht. Wozu führt denn das? Herr Buschmann, Sie haben hier heute eine große Rede gehalten über Obergrenzen im Parlament und das soll dann dazu führen, dass dann vielleicht im Wahlkreis Gelsenkirchen irgendein Abgeordneter mit 20% zu schlecht das Direktmandat gewonnen hat und Sie dann mit 6,5% hier mit breiter Brust im Bundestag sind oder was, nur weil Sie über die Liste abgesichert sind. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Müller, wenn es denn so wäre, dann bräuchte man eben auch kein Gesetz. Und diese ineffizienten Bau- und Modernisierungskosten werden natürlich dann auf die Mieter umgelegt. Wir haben sowieso schon knappen Wohnraum. Wir haben 2 Millionen Fremder bei uns im Land, die den Wohnraum verknappen. Alles zusammen völlig unsozial, meine Damen und Herren. Nein, dieses Gesetz beschneidet die Freiheit der Bürger ganz klar, sich selbst um die Energie- und Wärmeversorgung der Häuser zu kümmern. Es belastet und gängelt sie. Es ist ein Schritt in den Energiesozialismus. Und hier an dieser Stelle sei gesagt, wir sollten die Gesetze nicht zusammenfassen, sondern einfach streichen. Und ich sage Ihnen, Freiheit statt Energiesozialismus. Vielen Dank. Wenn man die Rede von Herrn Cotré so hört, ist die beste Nachricht des Tages, dass die AfD künftig eine Minute weniger hier im Parlament spricht. Ich glaube, das schafft uns allen Lebensqualität und es führt zukünftig hoffentlich zu sachlichen Debatten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Kollegin, Sie haben ja gerade eben den Passivhausstandard erwähnt und sagen, das ist Ihr Ziel. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass es Messungen gibt, die nachweisen, dass der Passivhausstandard nicht in jedem Fall zu der Energieeinsparung führt, die Sie hier verlangen? Zum Beispiel gibt es das nachgewiesen für ein Hotel in Bayern, südlich von München, wo es einen Gebäudeteil gibt, der ist gebaut nach KfW 100 und ein Gebäudeteil, der ist Passivhausstandard. Die Energieverbräuche sind dieselben. Aber der ökologische Rucksack ist ein anderer. Das heißt, klimapolitisch ist Ihr Passivhaus schlechter. Und Sie sagen weiterhin, wir hätten die erneuerbaren Energien nicht berücksichtigt. Das erste Mal wird Photovoltaik angerechnet. Vorher war das nämlich im Erneuerbaren Energien-Wärmegesetz nicht der Fall. Und ich habe wenig Lust darauf, eine Debatte zu führen, die ohne Messwerte erfolgt. Und ich sage das auch hier an dieser Stelle, mehr Physik wagen. Es hilft mir nicht, eine Ideologie voranzubringen, Kollege, und die nicht durch Messwerte untersetzt ist, liebe Kollegin. Die Frage ist verstanden. Sie können antworten, Frau Kollegin. Lieber Klaus Mindrup, ich finde das eine ziemliche Unfassbarkeit, was ich hier höre. Es ist so, dass selbstverständlich die verschiedenen Standards, mit denen man einen Neubau errichtet, selbstverständlich einen Riesenunterschied darüber machen, wie viel Energie dann auch während des Betriebs verbraucht wird. Das ist ja wohl logisch. Und es ist so, dass
dass die Frage, ob jetzt Photovoltaik angerechnet werden kann oder nicht, uns kein Stück weiterhilft bei der Frage, wie viel erneuerbare Wärme tatsächlich in Deutschland genutzt wird. Wir krebsen seit Jahren, Jahrzehnten auf einem Wert rum, der ist jenseits von all dem, was andere EU-Staaten schaffen. 21 Länder in der EU haben einen höheren Anteil von erneuerbarer Wärme in ihrem Mix. Und da kann ich nicht akzeptieren, dass ein bisschen Photovoltaik gegengerechnet wird, wenn wir die Chancen von Wärmepumpen, die Chancen von Geothermie, die Chancen von Biomasse und die Chancen von Solarthermie nicht vernünftig einbauen in einen Gesetzentwurf, der dafür sorgt, dass genau diese Standards, die heute Stand der Technik sind, vorgeschrieben sind für den Neubau von Gebäuden, damit wir alle Effizienz und erneuerbaren Potenziale auch wirklich nutzen. Denn all dieses, was ihr jetzt hier fortschreibt an, ja, das hat ja jetzt 10 Jahre nicht funktioniert, das kann doch überhaupt nicht dazu führen, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Herr Kollege Lenz, erlauben Sie erstmal schönen guten Abend oder schönen Nachmittag oder ja, Nachmittag, Halbabend. Also gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Krischer. Normal immer gerne, aber ich habe um 17 Uhr eigentlich schon einen Folgetermin. Insofern. Ja, da sind Sie ja eh schon zu spät. Naja, dann den, auch. Also nicht. Auch den Ausschuss oder auch auf morgen verschieben. Ja oder nein? Ich habe es nicht verstanden. Nein. Das war jetzt ein Nein. Gut, dann. Sie kommen aber so oder so zu spät. Ich muss vorab erstmal schicken, also wenn man den CDU-Kollegen Frei hier reden hört, ja, dann wird ja völlig offensichtlich, dass es scheinbar ein Riesenkommunikationsproblem zwischen CDU-Fraktion und dem Innenministerium gibt. Und eigentlich auch der Kanzlerin, die ja schon seit 2013 sagt, Dublin ist gescheitert. Horst Seehofer sagt, wir wollen eine neue Verteilpolitik, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und Sie stehen hier und sagen, Griechenland ist allein verantwortlich. Ich frage wirklich, warum? Weil Lesbos dichter an Damaskus ist als Bad Säcking, Ihr Heimatort? Nee, ganz im Ernst, das ist doch die Frage, die sich hierhinter verbirgt. Wir sind uns ja einig, Dublin ist gescheitert. Deswegen müssen wir längerfristig über den heutigen und morgigen Tag hinausdenken. Und der Vorschlag von Ihrem Parteivorsitzenden ist wirklich kurz gesprungen. Offensichtlich hat es ihm auch ausgereicht, den öffentlichen medialen Aufschlag zu haben. Weil ich habe dann gewartet, dass mal ein konstruktiver Vorschlag der Grünen kommt. Aber nach Weihnachten still ruht der See. Gestern haben Sie mit heißer Nadel einen Antrag gestrickt, weil Sie gemerkt haben, die Linken haben das schon länger thematisiert und wird heute auf die Tagesordnung aufgesetzt. So kann, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem guten Willen, wir sind uns einig, dass wir die Probleme dort lösen wollen und müssen, so kann seriöse und zielführende Politik nicht funktionieren. Und Sie vermischen vielleicht sogar auch bewusst alle Modelle Cum-Ex, Cum-Cum, Cum-Fake, obwohl man für jedes einzelne Modell auch unterschiedliche Maßnahmen bereits ergriffen hat und ergreifen musste. Und was mich natürlich besonders ärgert, Sie sagen, alle Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer sind per se erstmal schuldig. Und Sie suggerieren so mit Ihrem Antrag, der Rechtsstaat würde nicht funktionieren und wollen auch erwecken, da haben Sie über Lobbyismus gesprochen, dass alle außer den Grünen natürlich durch Lobbyismus getrieben sind. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Argumentation ist unehrlich und unredlich. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Anträge per se schon ablehnen. Sie haben ja auch Zustimmung von der AfD gesehen. Also insofern, glaube ich, wissen Sie auch, dass diese Anträge so nicht richtig sind. Herr Brehm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brehm. Ich würde jetzt erstmal fertig machen. Ja. Ja, also herzlichen Dank, dass Sie meine Frage nicht zugelassen haben. Damit kann ich das in diese Intervention jetzt bringen. Es ist jedenfalls schon kühn zu sagen, dass Sie gesetzlich alles getan haben, nach dem, was der Kollege De Masi und Kollegin Paus hier gesagt haben. Das ist sehr kühn und trifft auch nicht auf den Tatbestand, den die Menschen in unserem Land an den Werkbänken, an den Stammtischen und sonst wo empfinden. Sondern sie empfinden ja eine maßlose Ungerechtigkeit, dass kleine Handwerker ihre Steuern entrichten und hier gesetzlich nicht alles getan wurde. Und dann sagen sie jetzt, es brächte keine Lösung. Und da sie das ja als Klassenkampfspickung bezeichnet hatten, fühlte ich mich dann berufen, an die Seite der Grünen zu treten, auch wenn das vielleicht nicht allen Grünen angenehm ist. Sie sagten, das sei eigentlich kein Bedarf daran, den Ländern diese Steuerhoheit zu entziehen.
Ich will Ihnen nur sagen, ich war in der Frankfurter Stadtregierung. Ich habe als Unternehmer in Frankfurt gelebt. Es ist ein Geschäftsmodell in Hessen gewesen, erstens die Deutsche Bank und andere Verbrecherorganisationen damit anzuwerben, dass man keine Großbetriebsprüfer hat. Natürlich, die Staatsanwaltschaft ist dort ein- und ausgegangen. Das ist eine kriminelle Organisation, voller krimineller Energie. Voller krimineller Energie. Dass man damit geworben hat, dass es keine Großbetriebsprüfer gibt, dass dort nicht geprüft worden ist, über Jahre die Deutsche Bank. Die sind 7 Jahre am Stück nicht geprüft worden. Schauen Sie es nach. Und das alles mit dem Hinweis, wir haben nicht genug Großbetriebsprüfer. Kommen Sie zu uns, ihr Banken. Kommen Sie nach Frankfurt am Main an den Bankenstandort. Dass das die Menschen in diesem Land aufwühlt, können vielleicht am Ende auch Sie verstehen. Herr Brehm. Lieber Herr Kollege Dehm, deswegen habe ich es auch gemacht, damit Sie längere Ausführungen machen können und damit ich auch noch mal antworten kann. Aber Sie haben es ja selber eigentlich schon beantwortet. Sie haben gesagt, diese Modelle sind gewesen. Sie sind deswegen gewesen, weil es eben gesetzlich ausgeschlossen wurde durch die Gesetze, die hier im Deutschen Bundestag mit unserer Zustimmung und Ihrer Ablehnung beschlossen wurden. Und deswegen gibt es in Deutschland keine Cum-Ex-Geschäfte mehr und keine Cum-Cum-Geschäfte mehr. Das ist gesetzlich erledigt und wir haben das umgesetzt. Dass natürlich das Verfahren in der Öffentlichkeit jetzt noch läuft, weil natürlich jetzt die Gerichtsverfahren laufen und immer wieder darüber berichtet wird, ist völlig klar, dass natürlich da Aufregung ist. Aber dass Sie gerade mit Ihren Anträgen diese Aufregung noch weiter anheizen und dem Deutschen suggerieren sozusagen, wir hätten hier noch Problematiken und hier säßen lauter Menschen im Bundestag, die da nicht reagieren, das treibt die Menschen an die Ränder, an die politischen Ränder. Und das finde ich verantwortungslos. Sie sollten schon ehrlich sein und sagen, dass wir das erledigt haben. In Deutschland hat Steuerunehrlichkeit keinen Platz. Und dafür haben wir gesorgt. Herzlichen Dank. Wenn Sie glauben, ich übertreibe, dann werfen Sie mal einen Blick in die kulturlinke Bloggerszene. Landwirtschaftsministerin Klöckner hat ja doch so eine Internetkampagne mit Bildchen und Texten gestartet unter dem Titel Dorfkinder, um das Image des ländlichen Raums etwas aufzupeppen. Darüber hat sich viel Spott ergossen, teilweise nicht zu Unrecht, denn der ländliche Raum braucht ja nicht in erster Linie ein besseres Image, sondern dringend notwendige Investitionen. Aber mir geht es hier um etwas anderes, nämlich wie wird auf diese Dorfkinder, also auf eine positive Darstellung des Landlebens, denn reagiert seitens der Linken? Ich zitiere, diese Bilder sind nichts anderes als Heimatidylle und bei mir als Betroffene rufen sie keine weiteren Assoziationen hervor, außer Nazi-Gewalt. Zitat Ende. Das schreibt eine junge Autorin auf Twitter und Tausende liken das. Und da sage ich vor allem in Richtung CDU, für diese Verheerung der Mentalität, für dieses Verrutschen aller Kategorien, die den ländlichen Raum und damit Heimat direkt mit Nazi-Gewalt assoziiert, dafür sind Sie wesentlich mitverantwortlich. Dem linksradikalen Treiben, das diese Mentalität befördert, sehen Sie seit vielen Jahren tatenlos zu und teilweise befördern Sie es kräftig mit. Und jetzt liegt es mir schon auf der Zunge, mal mit dieser moralischen Heuchelei der AfD aufzuräumen. Das tue ich normalerweise nicht, Sie wissen das. Aber sich hier hinzustellen und uns zu erklären, lasst doch die Kultur mal blühen, wie sie will. Die Räume schaffen sich von selber. Das ist pure Heuchelei. Denn am Ende des Tages brauchen wir die finanziellen Mittel, damit wir dort diese Räume schaffen. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, niemand soll sie dort bevormunden, das ist doch genau das Gegenteil. Sie lassen die kulturellen Impulse dort draußen sterben. Das ist die Folge. Ob bei Tanz, ob bei Theater, ob bei Kunst, ob bei Museum, bei ganz kleinen, ob bei Brauchtum, ob wo auch immer. Dort braucht es Rahmenbedingungen. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Es geht bitte nicht von meiner Zeit ab. Lassen Sie die Debatte. Ja. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja.